vorsorglich auf Sender gegen 22,8 und teilweise 29,8 MHz. Störung der feindlichen Funkfeuer wurde um 19.03 Uhr an Funkbefehlsstand West befohlen. Einen Augenblick bitte, Frau Schöner. Hier ist der Rotterdam-Kurs, erste Erfassung 17.30 Uhr. Ganz ordentlich. Wie deckt sich das mit Gerhard? Der Gerhard-Kurs liegt genau am Rotterdam-Kurs. Rotterdam-Meldung von Möbel, bisher keine weitere Ausweichfrequenz aufgetreten. Na, lange kann es aber nicht mehr dauern. Die Verbände stehen ja schon kurz vor der holländischen Küste. Das Hyperbel-Navigationsgerät in dem englischen Bomber ist mit der Annäherung an die holländische Küste durch die deutschen Störsender mehr und mehr zugedeckt worden. Nun ist es völlig gestört. Der Navigator weiß, dass um 19.35 Uhr seine Ausweichfrequenz 29,8 MHz einsetzen wird. Bereits jetzt stellt er das Gerät auf diese Frequenz um. Noch ist es nicht so weit. Klar lässt das Rotterdam-Gerät die Küste erkennen. Und nun die erwartete Ausweichfrequenz. Der Navigator hat wieder seinen genauen Standort. Schön wär's ja. Neue Zusatzfrequenz.